Frau Präsidentin, Damen und Herren, die Eigenmittel sind ein weiteres Leck sozusagen im deutschen Steuersäckel und ein weiterer Einfüllstutzen für die EU, was auch immer sie damit betreibt. Hier geht es unter anderem sogar um den großen Widerspruch befristeter Eigenmittel auf Grundlage von Unternehmensstatistiken, befristeter Eigenmittel andererseits, aber auf der anderen Seite wieder eine angemessene langfristige Finanzierung des EU-Haushalts. Ja? Also alles, was mit irgendwelchen Begründungen Griechenland-Krise, Finanzkrise, Euro-Krise auf Zeit eingeführt war, wir haben es beim EFSF etc. erlebt und dann beim ESM, wurde verstetigt, in der Summe erhöht und nichts anderes ist auch hier zu erwarten. Und ohnehin müsste man mal rangehen an diese Begrifflichkeit, die Eigenmittel, als ob etwas selbst erwirtschaftet würde und von Vertragswegen Zustände. Also diese Eigenmittel kommen auch von anderen Leuten und im Kern geht es um die Zuweisungen der Mitgliedstaaten. Ob das jetzt die Zolleinnahmen sind, die am Anfang ja ausgereicht haben, Zuckerabgabe etc., als der EU-Haushalt zu 100% aus Agrar bestanden hat, ja, bis in die 70er Jahre. Und dann kam der Anteil an der Mehrwertsteuer dazu. Und dann kam schließlich dieser Anteil vom Nationaleinkommen, der das Säckel füllt und mittlerweile auf über 1 Billion Euro für den mehrjährigen Finanzrahmen für die 7 Jahre hergibt. So, und das hat sich jetzt verdoppelt durch den Eigenmittelbeschluss 2020 schon, ja, der diese 750 Milliarden zu Preisen von 2018, also eigentlich reden wir von 800 Milliarden, hergibt. Nahezu verdoppelt hat sich dieser EU-Haushalt, der nur noch zu etwas mehr als 40% für Landwirtschaft ausgegeben hat. Also es kann nicht darum gehen, ständig neue Kategorien zu entwickeln, bestehende zu verstetigen, sondern gewisse Fässer müssen eben auch mal nicht neu befüllt, sondern dicht gemacht werden. Und eigentlich ist es darum zu tun, dass dieses 1%, auf das man sich mal geeinigt hatte, und da kann man sich darüber streiten, ob das jetzt vom Nationaleinkommen brutto oder eher netto sein sollte, dass 1% verausgabt für fragwürdigste Sachen. Und insbesondere dieser Corona-Wiederaufbaufonds zeigt uns, dass wir es mit einer ganz anderen Geschichte zu tun haben als mit einem permanenten Marshallplan. Und der große Unterschied ist ja auch, dass der Marshallplan, dieser ständige Transfer oder der anfängliche Transfer, in 4 Jahren beendet war und auch zurückgezahlt wurde. Ganz anders bei den EU-Fonds und wie auch immer sie sich nennen, das wird nicht zurückgezahlt. Wird es denn wenigstens vernünftig investiert? Nein, ja. Also in der Landwirtschaft schon mal eher weniger. In den anderen Sachen sehen wir, dass das eigentlich noch fragwürdiger ist und alles, was mit den schönen Begriffen Kohäsion etc. daherkommt, eigentlich schon in einem einzelnen Land nicht wirklich hergestellt werden. Es kann keine Einkommensgleichheit in Norddeutschland, Ostdeutschland und Süddeutschland geben. Die nationalen Verhältnisse sind schon inhomogen genug. Es wurde das Grundgesetz geändert und die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands angestrebt. Anders kann es auch in der EU nicht sein. Und diese Gelder haben mittlerweile den Umfang von dem, was die Welt als Weltentwicklungshilfe bekommt. Ja? 150 Milliarden Dollar hier, EU-Haushalt normal 150 Milliarden und dann kommt noch der NGO darauf über 200 Milliarden. Wird das Geld vernünftig ausgegeben? Nein, das alte Geld wird nicht vernünftig ausgegeben, das neue erst recht nicht. Im Sondervotum von Richter Müller, ehemals Ministerpräsident und Richter im Verfassungsgericht, wird auch klar moniert, dass hier die Struktur des Haushalts verändert wird. Also es kann nicht darum gehen, sich neue Eigenmittel und Kategorien auszudenken, sondern es geht hier um ein klares Nein und ein Rückfahren des Bestehenden und auch eine substanzielle Verringerung des EU-Haushalts. Und das Zahlenspiel sieht für Deutschland eigentlich so aus, selbst wenn wir uns jetzt mal den Programmpunkt nehmen, Agrarsubventionen zurückführen, Agrarpolitik zurückführen in die nationale Verantwortung. Wir zahlen 40 Milliarden nach Brüssel, bekommen etwa die Hälfte zurück. Und wenn davon die Hälfte
dann eben auch noch für Agrar ausgegeben würde, hätte Deutschland 10 Milliarden für seine Bauern und anderen Werktätigen. Und wenn andere Länder dem gleich das Gleiche machen und auch eine sehr viel größere Übersichtlichkeit national und regional gewährleistet ist, als wenn das zentral über Brüssel läuft, da sind wir einen gewaltigen Schritt weiter. Und der erste Schritt ist weniger Geld, am besten gar kein Geld für die falschen Zwecke. Und die Eigenmittel sind der falsche Weg. Und die alten Fässer müssen auch Schluss. Schon weg. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Markus Töns.